Größe ist kleiner. Das ist also für die weitere Verwendung in der Asphaltindustrie, in der Straßenbau zerstören. Wir sind in einem Bereich, in dem sehr stark aufgelockertes Material sehen. Das ist bereits gesprengt. Sprengungen sind bei uns relativ unauffällig, wenn Sie sie vor Ort sehen. Das Material fliegt nicht sehr weit, sondern es hebt sich nur kurz an und setzt sich dann sofort nieder. Das ist bewusst so gemacht, wenn wir Flächen sprengen wollen. Von maximal 8 Metern und einen Durchmesser von 115 mm. Wir fahren jetzt direkt auf die nächste Sprengstelle zu. Das heißt, die rot markierten Steine, die Sie hier sehen, markieren im Prinzip schon die nächsten Standorte, an denen der Bohrer die nächsten Bohrlöcher setzen wird. Diese Bohrlöcher sind vordefiniert durch den Sprengbeauftragten, der vorgibt, in welchem Abstand diese Löcher gesetzt werden. Wir fahren jetzt hier auf eine Abbausituation vor. Das heißt, Sie sehen nach der Sprengung, der auch ausgestattet ist, das Material vorzuzerkleinern und der Nachbrecher dazu, dem Material eine gewisse Kantigkeit zu verleihen und dann im weiteren Verlauf der weiteren Verarbeitung halt nicht benötigen. Maximal 1 Meter Durchmesser messende Blöcke hinein. Wenn Sie mal das heißt, wenn Sie nach der Sprengung Blöcke erzeugen, die einen größeren Durchmesser haben, müssen Sie dann so eine Tiefkammer, das ist ja immer wieder ausgestellt, dass Sie einen Wasser können. Als die Luft